gucke ich denn hin? Ach so, genau, ich gucke da hin. Besser spät als nie. Ich weiß, ich wollte es eigentlich schon viel früher machen, aber ich hatte einfach keine Zeit. Den einen Tag hatte ich Migräne und dann hatte ich auch einfach keinen Bock, weil mega heiß. Ich sehe auch heute aus wie Schlumpf. Ich komme gerade frisch aus dem Freibad. Aber dachte mir, ich mache eben schnell die Auslosung. Ich habe hier die Namen drin von denen, die bei meinem Gewinnspiel mitgemacht haben. Ihr wisst, es gibt zu gewinnen einmal dieses tolle Buch und dann noch viele Kleinigkeiten, die ich so mit hineinpacke, quasi in das Paket. Ich habe die Namen hier aufgeschrieben, die Zettel alle so gefaltet, dass sie... Oh, der nicht. Die Zettel alle so gefaltet, dass sie gleich sind. Gleich groß, gleich dick, gleich gefaltet. Da werde ich jetzt eben kurz drin rumwuschern noch mal eine Runde. Nicht, dass es heiß hier die Olle bescheißt. Und dann werde ich einen Namen ziehen und der Gewinner steht dann auf dem Namen drauf. Ja. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich freue mich nämlich total. Ich habe nämlich eine neue Kamera gekriegt. Die macht mega witzige Sachen. Ihr seht das? Die folgt mir. Total lustig. Da muss ich eben erstmal ein bisschen klarkommen. Ich wusste auch gerade nicht so, wo muss ich hingucken. Weil sonst gucke ich immer nach da. Aber jetzt ist ja die Kamera da. Okay, also ich wusel und wusel und wusel und wusel. Und ziehe meine Namen. Und die gewinnt... Oh, ich muss nochmal. Hier lag noch einer in meinem Schoß. Wir wollen ja nicht schummeln. So, nochmal das Ganze. Nichts hier rumliegen. Nein. So. Mein Name. Also nicht meine, aber der Name des Gewinners. Und gewonnen hat... Ach, wie lustig. Gewonnen hat ein Mensch, den ich inzwischen schon zu meinem engeren Bekanntenkreis zählen würde, den ich auf TikTok kennengelernt habe. Und zwar hat gewonnen Belial Dirwal. Ich gratuliere dir von Herzen. Ich freue mich richtig doll tatsächlich ein bisschen für dich. Ja, schreib mich doch bitte an, beziehungsweise ich könnte auch dich einfach direkt anschreiben nach deiner Adresse. Ich gratuliere dir. Yay! und dann freue ich mich, dass ich dir ein Überraschungspaket zusammenstellen darf. So, das war's. Ganz schnell, kurz und knapp. Ich bin nämlich super müde, super erschöpft und ich sehe auch aus so ein bisschen wie Hans-Wurst Penner und muss auch erstmal duschen gehen. Wir sehen uns die Tage mit einem neuen Video von mir für euch und bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute. Auf Wiedersehen!